Ja, heute Wasser oder Woi, nicht mit Wasser und auch nicht mit Woi, sondern mit einem Gin. Und zwar hier vom Königsplatz. Ja, dem Stadt ist heute Parking Day. Und was es damit auf sich hat, das zählen die beiden Protagonisten, der Stefan Albring und der Herr Karl-Heinz Enni. Ja, Stefan Albring, wir sind per Du, kennen uns schon eine ganze Weile irgendwo aus verschiedenen Quellen, wenn ich mal so sagen darf. Ja, wie kam denn der Parking Day zustande? Das war eine längere Phase, gell? Also im Grunde genommen hatten wir die Idee, ein Schlüsselprojekt für eine innovative Verkehrspolitik in Speyer zu entwickeln und ins Auge zu fassen. Und deswegen haben wir den Königsplatz ins Auge gefasst gehabt. Irgendwann kam dann im Zuge der Planung oder der Überlegungen kam dann auf den Internationalen Parking Day als Termin zu setzen und diesen Parkplatz dann eben freizuräumen und als Bürgerplatz zu Ja, verwenden. Heute Morgen war also diese Klimademo gewesen. Hat es durchaus mit dem Parking Day was mit dem Klima zu tun? Natürlich hat es auch was mit dem Klima zu tun. Die Verkehrswende hat in jedem Fall was mit dem Klima zu tun. Verkehrswende, derzeit sind hier viele Parkplätze und eine kleine Baumreihe jeweils um den Königsplatz. Welche Visionen hat denn diese Zukunftsinitiative? Die Zukunftsinitiative hat zunächst mal die Vision, den Parkplatz oder den Königsplatz als Bürgerplatz und nicht mehr als Parkplatz grundsätzlich zu nutzen. Es ist nicht vorgesehen vom Zukunftsforum, hier eine eigene Planung oder eine eigene Gestaltung vorzulegen. Dazu haben wir eben einen Workshop mit der Technischen Hochschule in Darmstadt veranstaltet. Da sehen wir auch ein paar Pläne dann. Hier sind hier ausgestellt. Genau, die Ergebnisse, ja. Ja, die sind hier im Hintergrund, vielleicht in der Kamera, ich weiß nicht, ob sie jetzt zu sehen also sind. Die sehen wir nachher dann, hier eingeblendet, ja. Und es sind eben Vorschläge, die Studenten der Technischen Hochschule Darmstadt gemacht haben. Das sind keine Planungsvorgaben, sondern einfache, nur Vorschläge, die keinerlei Umsetzungspflicht oder keinen Umsetzungsgedanken haben, sondern einfach nur als Inspiration dienen sollen. Also verschiedenste Initiativen sind hier in Speyer. Bei Inspiration fällt mir natürlich auch Inspired auf, die ich gesehen habe hier mit einem Stand. Wer ist denn alles sonst noch beteiligt hier an diesem Parking Day in Speyer? Also wir haben inzwischen über 20 teilnehmende Gruppen an dieser Veranstaltung. Du hattest jetzt Inspired schon erwähnt. Wir haben den ADFC dabei, wir haben dabei den IBF, wir haben also eine ganze Liste, wir haben Künstler dabei, wir haben Fridays for Future hat sich an der Aktion beteiligt, der Fahrradfreitag ist mit dabei und beteiligt sich. Und viele, viele mehr, die alle jetzt aufzuzählen. Also Zukunftswerkstatt, das geht ja über die Gestaltung des Königsplatzes hinaus. Aber wir bleiben noch mal ein bisschen beim Königsplatz. Das ist die eine Sache. Könnte denn er gestaltet werden? Was sind denn so Elemente? Elemente sind zum Beispiel Grünflächen, mehr Grünflächen, die vorgeschlagen worden sind. Elemente sind eine gastronomische Nutzung des Platzes. Elemente sind auch Wasserspiele, die eben das Klima des Platzes verändern, zu seinem Vorteil verändern. Das Zukunftsforum, wie viele Mitglieder hat das jetzt derzeit? Wir sind ein Kreis von etwa 20 Personen, die ständig in Diskussion stehen. Und wir sind aber inzwischen auch ein Kreis von 35 Personen, die im Umfeld stehen. Das heißt, die per E-Mail-Verteiler informiert und auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, Herr Erni, Sie sind sozusagen der Zweite im Bunde des Gesprächs. Aber wir haben ja gehört, das Zukunftsforum besteht aus ca. 20 Leuten. Ne? Ja. Sie sind ja nun jemand, der auch mal im Stadtrat war. Konnte man da nicht planen? Das ist schon so lange her. Ja gut, sagen wir mal so. Jede Entwicklung, auch in Speyer, ist ja dem gewissen Fortschritten, gewissen Änderungen unterworfen. Ja? Und wir stehen ja heute weltweit vor ganz anderen Anforderungen, vor ganz anderen klimatischen Anforderungen.
Und von daher ändert sich natürlich auch die Aufgabenstellung von Zeit zu Zeit oder immer wieder. Und von daher wird man natürlich auch eine Ist-Situation nicht für alle Ewigkeiten beibehalten können, sondern sie muss fortgeschrieben werden und es muss wieder was Neues entwickelt werden, muss auf die neuen Herausforderungen reagiert werden. Ja, irgendwann mal vor etlichen Jahren hat mir mal im Gespräch die Frau Ruppert gesagt, dass da mal eine ganz andere Idee da war, dass die Bahnhofstraße vierspurig ausgebaut werden sollte. Da gab es damals auch schon massive Bürgerprozesse. Da waren Sie aber noch nicht im Stadtrat. Da war ich noch nicht im Stadtrat, aber im Planungsbeirat. Mit dem Hermann Gard und der Karin Ruppert war ich jahrelang im Planungsbeirat gewesen. Und da haben wir uns ja damals auch schon vieler Themen angenommen. Und der Planungsbeirat war ja auch eine sehr gut situierte Vereinigung, die hier in Speyer auch viel bewirkt hat. Villa Ecarius beispielsweise. Das war dann die Konsequenz aus der Sache, ne? Aus der Sache. Und dann ist der Planungsbeirat irgendwann eingeschlafen. Und wir haben gesagt, irgendwo, es war jetzt zu lange Leerlauf, es muss jetzt wieder was in die Richtung passieren. Allerdings über den damaligen Planungsbeirat jetzt hinausgehend, dass wir auch mehr die vernetzte Situation sehen. Nicht nur das rein städtebauliche und das architektonische, was natürlich nach wie vor eine große Rolle spielt, aber natürlich auch Umweltfaktoren. Ich habe zuletzt ein Gespräch geführt mit dem Herrn Bühring, der ist auch auf die Situation des Verkehrs eingegangen. Da sagt er, dieser alte Autoverkehr, ja, der individuelle, der geht dem Ende zu. Ne? Jetzt lang auf lang oder kurz, muss man sagen, sicher mal. Ne? Er plädiert für intelligentere Lösungen. Ne? Nur mal so als Ding, kann da die Stadt Speyer sich eine Scheibe abschneiden? Ja, mit Sicherheit. Die Stadt Speyer wird sich auch solchen Entwicklungen nicht verschließen können, ja. Das wird mit Sicherheit auch in Speyer das ein oder andere System. Im Moment sind wir ja in einer Vielfalt von Systemen. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung es gehen wird. Wir wissen alle, so wie es jetzt war, die letzten Jahre kann es nicht mehr weitergehen. Ja. Es werden neue Entwicklungen kommen. Das ist jetzt am Gären. Es gibt verschiedene Konzepte, verschiedene Richtungen. Und da wird natürlich auch Speyer sich nicht außen vor halten können, ganz und gar nicht. Hat man auch heute Morgen gerade bei der Demonstration gesehen. Auch Speyer ist da nicht abgekoppelt von solch einer Entwicklung. Und auch Speyer sollte hier rechtzeitig reagieren, weil wir haben nicht viel Zeit. Ja? Der Klimawandel kommt, wir stecken mittendrin. Und wir müssen jetzt reagieren, nicht in 10 oder 15 Jahren. Also einerseits oder 20. Die Erwärmung halten, dass sie nicht zu warm wird. Und die andere Sache ist die Klimafolgen für einen Teil der Menschen. Ist sie gefährlich? Ne? Also ältere Menschen zum Beispiel, ne? Ja. Die heißen Sommer. Ne? Ja. Was halten Sie denn von so Dingen, wie die zuletzt im Stadtrat diskutiert wurden, mit der Freilegung des Speyerbachs in der Hauptstraße? Ist durchaus eine reizvolle Sache. Bin ich nicht abgeneigt. Wir haben damals schon im Stadtrat ein kleines Stück freigelegt. Sie wissen, der Abgang, wo es die paar Stufen runtergeht, wo man ein Stück vom Speyerbach sieht, der davor auch verschlossen war. Das war so ein Beginn. Und ich denke, auch in der Richtung wird man zu anderen Auffassungen in weiterer Zukunft gelangen. Die natürlich nicht das große Stadtklima verändern werden, ne? Sondern eher die Frage Bepflanzung mit Bäumen oder die Frage der Versiegelung spielt da auch eine große Rolle. Ne? Jetzt will ja die Stadt Speyer wieder Gewerbegelände erschließen im Norden. Das ist natürlich auch so eine klimatische Herausforderung möglicherweise. Ne? Ja gut, also das muss natürlich auch abgestimmt sein, müssen die Ausgleichsflächen nachgewiesen werden und muss geschaut werden, wie man das optimal integrieren kann. Wobei es dort natürlich doppelt schwierig wird, weil ja zwei Gemeinden eingebunden sind, die sich hier auf ein Konzept im Grunde verständigen müssen. Ne? Die Möglichkeiten beständen schon, Dachbegrünungen zum Beispiel, jetzt mal die dann sehr, aber das sind natürlich auch kostenintensive Dinge, ne? Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken beim Stefan Albring und beim Herrn Karl-Heinz Erni für das Gespräch zum Thema Zukunft der Stadt Speyer. Stumble and fall, and the mountains
She'll tremble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me.